Für das Fire TV der zweiten Generation gibt es von Amazon ein Update auf die Version 5.2.4.0. Es verpasst der Streamingbox eine komplett neu gestaltete Oberfläche. Das Aussehen ähnelt stark der Netflix-Oberfläche. Neue Akzente setzt Amazons Ansatz nicht. Das Hauptmenü ist von der linken Bildschirmseite nach oben gewandert. Das verschafft den Inhalten an sich mehr Platz. Die Übersichtlichkeit leidet aber darunter, weil das Hauptmenü beim Scrollen aus dem sichtbaren Bereich geschoben wird. Der Anwender sieht dann nicht mehr, in welchem Bereich er sich aufhält. Aus dem Hauptmenü wurden die Bereiche Fotos und Musik entfernt. Als Ersatz gibt es dafür die jeweiligen Apps für die Dienste. Dadurch wird das neue Hauptmenü kompakter und übersichtlicher. Auf der alten Fire TV-Oberfläche werden die Coverbilder aller Serien im Querformat und die Coverbilder aller Filme im Hochformat angezeigt. Damit kann auf einen Blick zwischen Filmen und Serien unterschieden werden. Diese Orientierungshilfe gibt Amazon mit der neuen Oberfläche auf. Die Piktogramme für Serien und Filme sind jetzt einheitlich im Querformat. Seit Jahren wünschen sich Fire TV-Nutzer eine Watchlist, die nur Prime-Inhalte anzeigt. Die fehlt auch mit der neuen Oberfläche. Amazon stellt das Update auf FireOS 5.2.4.0 derzeit nur für die Fire TV-Boxen der zweiten Generation zur Verfügung. Später soll es das Update auch für das Fire TV der ersten Generation und für den Fire TV Stick geben. Fazit: Die neue Fire TV-Oberfläche wirkt zwar moderner, ist aber weniger gut zu handhaben. Die Übersichtlichkeit hat sich in mehreren Punkten verschlechtert. Die optische Unterscheidung zwischen Filmen und Serien wurde aufgegeben und wir vermissen weiterhin die sinnvollen Prime-Banderolen. Mit der neuen Oberfläche verringert sich damit insgesamt der Komfort bei der Bedienung.